Hallo, begrüße. Hallo. Schön, dass ihr wieder auf unserem Kanal seid. Guck, nach langer Pause. Ja. Oh, so lange war es nicht. Ja. Okay. Heute machen wir mal die Anzucht, wollten wir heute euch zeigen. Von verschiedenen Chili-Sorten, da gehen wir gleich noch später ein bisschen mehr drauf ein. Und Paprika, ne? Besonders. Und Paprika, genau. Und dafür hat der liebe Rico uns schon mal hier, yummy, 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 leckere Erde vorbereitet. Und wie du das gemacht hast, das zeigen wir euch jetzt Step für Step, oder nicht? Nee, zeigen nicht. Wir erzählen es einfach nur. Das ganz einfach. Die Anzuchterde halt in so Behälterton und dann bei 150 Grad so 30 Minuten im Backofen backen. So einen kleinen Holzlöffel zwischen die Tür stehen, dass die Feuchtigkeit rauskann und dann ist sie gut. Und warum? Weil wegen diesen ganz kleinen Fliegen und so, dann hat man die einfach nicht so viel Probleme. Die können immer noch kommen halt, aber. Das desinfiziert das Ganze quasi so. Ja, nicht desinfiziert nicht, aber. Tötet das ab. Tötet das ein bisschen ab. Ganzen Schädlinge. Weil diese Eier sind dann da drin und wenn es dann warm wird, wir haben das schön da hier dann bei uns auf dem Wohnzimmer Fensterbank mit viel Licht und Heizung runterstellen. Nicht zu empfehlen. Da, ne, vor 2 Jahren da hatten wir ganz viele Trauerfliegen oder was gehabt. Genau, Trauermücken. Ja, Trauermücken. Das war schon fies. Also nicht machen. Und da wollte ich dich noch fragen, haben wir ja schon öfters gelesen, ne? Ja, diese Pets schmeißt du ja normalerweise in den Biokompost, ist ja auch nicht schlecht, also bei uns auf dem Kompost. Kann man hier auch rein theoretisch mit dem tun, weil im Kompost kommt das mit dem Papier rein. Und dann verteilen auch? Genau, einfach dann verteilen. Ja, das kriegst du so nicht. Du musst mit der Hand arbeiten. Garten ist Handarbeit, sage ich immer. Ist einfach so. Ne, aber wie gesagt, diese Pets sind jetzt nicht, wir machen jetzt keine riesen Sache draus. Aber es ist schon schön, dass man eben eine lockere, schöne Erde hat. Und der Kaffee soll anscheinend auch ein bisschen den Wachstum fördern. Ja, müssen wir mal überprüfen, ob das auch stimmt. Ne? Weil da gibt ja so einige Mythen. Da wollten wir nämlich das später auch mal so als Testvergleich machen. Zum Beispiel eben mit Wurzelballen soll man ja auch. Die einen sagen so umtopfen, die anderen sagen aufreißen und die Wurzeln anreißen quasi. Da machen wir dann mal ein Separat. Das machen wir auch mal, weil das finde ich selber ganz interessant, weil so, es gibt ja so Mythen, die stimmen einfach nicht. Oder auch hier, was wir probiert haben letztes Jahr schon mit den Brennnesselsud und sowas, ob das jetzt viel hilft oder nicht. Das hat schon viel geholfen, natürlich, klar. Das weiß man aber, das ist aber total bekannt. Ja, also ich, du machst ja eher andere Sachen. Ja. Aber jetzt mal zu dem Thema dieses Videos. Genau. Es geht einfach nochmal, dass wir verschiedene Möglichkeiten zeigen wollen oder mal versuchen wollen. Wir wissen gar nicht, ob es klappt. Wir haben mal im Winter haben wir immer gerne hier unseren Sprossenturm. Ja, damit machen wir sonst immer Kresse und sowas für unsere Futterbrote. Für den Winter halt als Vitaminersatz. Und das versuchen wir jetzt heute mal mit als Anzug, Häuschen, sage ich es mal, zu benutzen. Das Anfeuchten oder wie? Ja, erstmal alles. Ja, du bist zu schnell. Ja. Ich bin ja noch am Weg. Dann erklär doch. Ne? Was? Ja, ich will ja nur vorbereiten. Nee, du brauchst nichts vorzubereiten. Erstmal, wir sind ja gar nicht so weit. So, und dann die zweite Sache ist halt eben halt, ich habe hier so eine Küchenwanne. Und dann machen wir Samen zwischen solche Tücher feucht. Und sollen die dann kurz an, wie sagt man, dann, damit die Keime ziehen schneller. Und der Rest kommt hier in diese Anzuchtschale hier rein. Also das ansprühen auch, ne? Genau, es wird alles natürlich feucht. Achso, apropos alles. Hier, diese Anzuchtschalen hatten wir nämlich auch schon mal ausprobiert mit Blumenzwiebeln, haben wir mal gekauft. Und da ist aber nichts gekommen, ne? Weißt du noch? Das sollte man doch so in den Gartenboden einsetzen. Ach so. Wir haben gewartet und gegossen fleißig, aber da kam irgendwie nichts durch. Ja, aber das machen wir auch nicht mehr. Genau. Also es ist eh schöner, wenn man sich das individuell zusammenstellen kann. So, jetzt fangen wir aber erstmal an. Genau. Dann sagst du. Ja, nimm einfach jetzt mal eine Chili. Genau, darum geht es ja eigentlich. Genau. Chili und Paprika. Welche ist das jetzt? Welche hast du in der Hand?
Soll ich hier von den Ohren? Nein, nicht durcheinander bringen. So, ja. Herr Dö. Der ist schon gut. Eins nach dem anderen. Steht schon drauf. Der Herbert Heile ist gut vorbereitet. Ihr könnt das nicht lesen. Ich lese euch mal vor. Das ist die Chili mit der Sorte Cigaretta de Bergamo. Genau. Wenn das war, italienisch das wahrscheinlich. Das Stäbchen bleibt aber da, da kommt das wieder rein. Mhm. Weil da beschriften wir jetzt mal nicht. Da wollen wir jetzt einfach nur mal probieren, ob das überhaupt was bringt. Ja, ob das überhaupt klappt, ne? Nehmen wir mal zwei Stück. Ja. Einfach so drauf. Genau. Und dann nehmen wir noch eine Paprika. Da lese ich es auch vor. Das hat der Rico uns schon vorbereitet. Das ist ja gut strukturiert, ne? Ich bin begeistert. Mir wäre das nicht der Fall. Paprika California Wonder. Also es ist Englisch. Ja. California Wonder. Also es ist schon größer, sieht man schon. Auch zwei. Ja, super. Weil wenn die alle angehen, haben wir ja sonst zu viele. Das wollen wir ja auch nicht. Ich gehe mal um hier, ne? Ja, genau. Ein bisschen Platz. Das ist ja nur ein Versuch. Ja. Oh, das funktioniert. Diese Stäbchen zum Beispiel habe ich mir heute in der Apotheke bestellt. Das sind eigentlich diese Stäbchen, die der Arzt einem in den Rachen schiebt. Das ist echt witzig. Da kam ich auf die Idee, weil viele ja diese Eis, also für Spiele am Eis, die Stäbchen, die ja, ich kaufe. Das Schier, ne? Genau. Aber die sind mir immer zu schmal. Ja. Und die fand ich jetzt richtig gut. Und die kosten auch nur ein paar Euro für 100 Stück. Also ich finde, zum Beschriften ist das super, auch zum Lesen, weil ihr könnt natürlich euch da ausdrucken, ne? Ist ja fast doppelt so groß, ne? Genau. So, was kommt jetzt? Auch Paprika, Torre Meo. Die hatten wir letztes Jahr. Das ist Torre Meo. Ach, die, ja, die war so diese Flaschen ein bisschen, ne? Ja, die fand ich auch lecker. Ich bin ja eher der Tomaten-Fan und nicht so Paprika. Aber die finde ich auch gut. Und auch sehr geil fand ich unsere Gurken. Waren letztes Jahr leider auch nicht so gekommen. Aber eigene Gurken und Dill finde ich super. Aber da ist es noch zu früh für. Weil im Moment, also viele sehen ja mittlerweile schon im Januar ihre Chilis und Paprikas aus. Wir warten immer bis zum Februar. Das hat uns bis jetzt immer gereicht. So, jetzt haben wir noch eine. Das reicht dann für den Versuch. Gucken. Das ist jetzt. Auch da ist gar kein Stäbchen. Ja, habe ich vergessen. Jetzt gucke ich hier. Paprika. Wenn du das. Amboy. Woher kommt das denn? Paprika mit würzigem Geschmack und milder Schärfe bildet viele große, dickwandige Früchte. Ja. Oh, genau. Deshalb habe ich die nämlich nicht beschriftet, weil das die letzten sind. Für Gewächshaus geeignet und geschütztes Freiland. Genau, und die waren nicht so gut. Die sind einfach nicht gekommen, beziehungsweise die kriegten alle so eine komische braune Farbe. Da hast du es doch vorbereitet. Ja. War nur im falschen Fach. Okay. So, dann steckst du da rein, aber ich hab's ja trotzdem nicht mehr da. Okay. So, jetzt tust du wieder ein so ein Ding drauf. So, die nächste Etage. Und so. So ein Vlies drauf. Ah, okay. Das soll ja zwischen den zwei Fliesen ja. Ja. Das schützt. Genau. Das schützt ein bisschen. Und das unterste kommt nur Wasser, ne? Eigentlich bei unseren, wenn wir Soja gemacht haben, ne? Das braucht man nicht. Nee, das ist nur dafür, dass das auffängt. Ach so. So, ist jetzt gut eingefeuchtet. So, nächste Etage. Genau. Und da machen wir jetzt, das versuchen wir das erste Mal. Das ist unser Szechuan-Pfeffer. Ja. Endlich der eigene! Yeah. Ja. Und dann hauen wir jetzt einfach mal ganz viele Körner drauf. So viel? Ja. Dann machst du wieder ein Tuch drauf. Nein, der riecht jetzt nicht. War nur neugierig. Ja, ja, ja. Jetzt wieder ein bisschen Tropfen Wasser drauf, ne? Neugierig. Da haben wir noch genug über. Wir haben noch ganz viel. So. Ich mach ne Party. Aha. Nee. So,
Das reicht. Ja. Dann tun wir das einfach noch da oben drauf. Dann kommt das schon mal nachher an die Fensterbank. So, dann, ja, viele sagen halt, es wäre auch so möglich. Da probieren wir jetzt mal einfach nur eine Sache aus, nämlich die Aubergine. Ah, so. Die Aubergine sollen anscheinend sehr gut zwischen so Tüchern befeuchten. Die haben große Kleine. Ankeimen? Nee, die haben nicht viele. Also ich liebe die ja, also gerade auf dem Grill im Sommer. Das ist nicht so dein Favorit, ne? Aubergine, ja, so dein Gemüse. Kommt immer drauf an. Also ich finde so ab und zu, also gerade beim Griechen finde ich das immer sehr lecker. Oder ne, die, wie heißt das so, Flak mit Fleisch und Käse? Genau. Das finde ich schon ganz gut. Ja, und die Kerne sind schon ein bisschen, sehr klein? Ja, ein bisschen größer als die anderen, oder? Nee, noch viel kleiner. Sind ja nur kleine. Ja, im Vergleich zu dem Pfeffer, aber. Genau. So, dann machen wir da noch ein bisschen von der Snackpaprika rein. Wie gesagt, das soll ja einfach jetzt ein Versuch sein, weil wir selber nicht wissen, ob das überhaupt klappt. So. Ja. Wir haben es auch jedes Jahr bisher anders gemacht eigentlich. Mal im Winter im Wohnzimmer tatsächlich oder im Flur vorgezogen oder mal im Keller. Auch mit Licht oder auch mal im Freiland, also nee, nicht Freiland, wirklich im Gewächshaus, im Garten, aber dann halt mit Kerzen und so haben wir gearbeitet. Oder du hast ja da immer noch das Licht kontrolliert, ne? Nicht mit Kerzen, ich habe im Folientunnel haben wir Grablichter reingesetzt, ja, um die Temperatur zu halten. Das sind doch Kerzen. Ja, aber eben nicht, nicht in unseren Räumen oder irgend sowas. Nee, das wollte ich damit auch nicht sagen. Ja. Aber es ist halt nur, damit man eine gewisse Wärme hält und auch wahrscheinlich gegen den Bodenfrost oder so, ne? So, obwohl dann der Bodenfrost kommt. Ein Tuch drüber und auch feucht machen. Und nächste, fertig. So, jetzt müssen wir die mal gerade hier rausnehmen. Immer natürlich mit dem Schälchen an der richtigen Stelle. Nicht durcheinander schmeißen, aber steht ja auch zur Not noch auf der Verpackung. Ja, noch mehr. Drauf. Noch, ja. Noch mehr. Ja, also eine Verpackung nach der anderen schön aufmachen. Später nicht mehr. Und dann hier verteilen, ne? Genau, das ist erstmal aufgebraucht. Wie viele kommen, willst du da rein haben? Ja, nicht so viel, ich sage mal 3-4 Stück pro. So, nicht. Moment, jetzt müssen wir erstmal Erde drauf tun. Ach so. Ohne Erde kein Platz. Ja, ich hätte es andersrum gemacht, dass ich genau die Samen reingemacht hätte. Und in 3,5 Jahren sind sie dann mal oben. Da haben wir richtig kräftige Getriebe, hallo? Hat schon seinen Sinn. Wir machen das jetzt erstmal hier voll mit der Erde. Ja. Das ist ganz normale Anzugerde. Riecht jetzt ein bisschen nach Kaffee, finde ich ganz witzig. Lustig, ne? Ja, ich wusste das auch nicht. Als wir angefangen haben, dachte ich immer, Anzuchterde müsste genau andersrum sein. Also viel Nährstoffe mitbringen. Aber da war ich ein bisschen verwundert. Aber anscheinend brauchen die nicht so viel. Das ist sogar kontraproduktiv, ne? Ja. 2-3 nur? Oder haben wir ja wirklich für die nächsten Jahre noch was hier. Ja, du weißt ja nicht, ob die alle angehen halt. Dann soll ich dann lieber 4 wenden oder 5? Nee, nicht so viel. Ja, das ist ja richtig. Nee, weil das ist ja, wenn dann alles angeht, dann hast du ja dann. Meine, wir haben auch nette Nachbarn, die würden natürlich abkriegen. Nee. Auch nicht. Ach, mein Mann, ist wieder Entschuldigung. Viel zu schnell. So. Ich dachte, du warst schon fertig. Nein, ich bin nur noch am Befüllen. Ja, Entschuldigung, musst du dann auch sagen. Ich dachte, das wäre schon so ready to go. Mhm. Natürlich. Deshalb mache ich das dann jetzt hier auch so, ne? So schön ordentlich. Du bist ja der Ordentliche. Das hat damit nichts zu tun, das soll ja auch funktionieren. Natürlich. Nein, das muss ja nur funktionieren. Wenn das nicht ordentlich ist, hör mal. Ja, so, das hat nichts mit ordentlich zu tun. Nee, das hat gar nichts mit ordentlich zu tun. Sag das mal meiner Mutter. Da guck, da hast du gekrümmelt. Schon mal nicht ordentlich. Den privaten Kram lassen wir jetzt hier mal aus. So, da
Dann darf ich aber schon mal, ne? Ja, jetzt darfst du. Ene. Mene. Mun. Da mach ich jetzt drei rein, das reicht, ne? Ups. Ja. Hast du den verschoben, denke ich, ja? Keine Ahnung. Du bist eigentlich zu schnell. Nein, wieso? Ich kann ja nicht an, dass du da wieder rein. Ja, es ist ja noch nicht voll, oder? Ja, dann warte ich. Das ist aber schon mal die erste Chili, die Bergamo. So. Ich mach das schon mal weg. Ungeduldig, dieser Mensch. Ja. Das waren diese Bio-Sachen. Bin ich mal gespannt. Letztes Jahr hat bei uns vieles nicht funktioniert, aber da sind wir uns eigentlich sicher, dass es am Garten selber liegt oder am Wetter. Weil wir dann öfters gehört haben, dass der Garten auch mal ein Jahr Pause macht. Ne? Und das war schon sehr offensichtlich irgendwie oder auffällig. Ja, ich glaube sogar noch eher halt, dass der Garten einfach verbraucht ist, weil unser Vorpächter eben ja, ganz viel, der immer gedüngt hat und gemacht hat und getan hat. Und irgendwann ist dieser Boden, wenn man den nicht anreichert, ich habe halt jetzt fast 40 Kilo Zeug gekauft, ja, nur um jetzt die Gewächshäuser schon mal fertig zu kriegen. Und, ja, dann sag auch was, Kalk und noch Heu wollte ja, dazu. Ja, ja, Heu kommt noch. Das ist ein anderes Thema, da wollen wir jetzt gar nicht drüber reden. Wir sind jetzt schon, wir wollen ja auch kein 2-Stunden-Video machen. Ne? Wir machen jetzt noch ein Ding fertig und dann kommt noch eine kleine Schicht, die krümel ich noch drüber, dann wird das angefeuchtet und dann ist das unser drittes Versuchsding für Paprika und Chili. Ne? Und dann schauen wir mal, was da dabei rauskommt. Ich habe hier die Habanero Chili aus Mach das doch mal so in die Hand. So, ja. Echt ein bisschen diffizieren, aber es sind nicht so viele Kerne. Nee, deshalb musst du ja auch aufpassen. Also, deshalb wollte ich ja nicht so viele da rein. Nee, Samenkapseln sagt man. Vier, oder? Drei. Immer drei. Dann weißt du auch, wenn drei. Wenn, das mache ich immer so, wenn drei drin sind, dann weiß man auch, wenn nichts kommt oder nur zwei kommen, dann ist einer eben kaputt. Wenn man jetzt unkontrolliert reinmacht, dann weiß man nicht, halt, hat ich da was dran, wie viel habe ich da drin. Ich mache das immer so, vor allem bei den Versuchen jetzt. Dann machen wir jetzt immer drei, weiß ich Bescheid. Genau. Stange rein, zack, zack. Dann hier noch eine Chili. Die Anaheim, auch aus Amerika, auch eine Züchtung. Auch Bio. So. Hoch, sagt er. Das hat mich verwundert, ne? Es steht ja immer 5 Körner da wie eben und dann sind es dann doch mehr. Aber 5 ja, finde ich auch ein bisschen wenig. Manchmal sind die ein bisschen großzügig. Ja. Ja, aber nichtsdestotrotz. Verabschieden wir uns jetzt einfach mal, weil wir machen jetzt einfach mal weiter. Genau, wir machen und, das jetzt. Ne? Ja, und irgendwann seht ihr mal das nächste Video halt, wo dann mal was rauskommt. Ja, und dann werden wir versuchen halt noch ein anderes Thema dazu zu fügen. Oder was wir dann noch anziehen. 2, 3. Ja, wir haben so einiges hier ja angesammelt und die werden wir dieses Jahr nicht alles pflanzen, aber sehr viele. Ja, das schaffen wir nicht. Das ist viel zu viel, oder? Ja, ja, das ist viel zu viel. So, machen wir ein bisschen Erde drüber. Und damit verabschieden wir uns halt. Tschüss. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.